Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Kreativecke Intel PC 1600 für aktuell 1599 Euro, runtergesetzt von 1649 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst wie immer das Bild, das ist absolut kein Fake, das ist das Standardbild, was man auch auf Geiz halt sieht, das ist überhaupt kein Problem, da ist nichts irgendwie am Leuchten, was nicht leuchten kann oder so, also ihr kriegt wirklich das, was ihr da seht. Das ist schon das relativ neue 500FX-Gehäuse von BeQuiet, das haben sie jetzt ungefähr vor 2 Wochen oder so auf den Markt gebracht. Und zwar sind hier 4 Lightwings-Lüfter drin, bei dem normalen DX-Gehäuse, beim 500DX, sind normale schwarze Lüfter drin. Hier habt ihr halt RGB-Beleuchtung mit dabei, das ist ganz geil und preis-leistungstechnisch ist auf jeden Fall ein gutes Gehäuse. Das wollte ich nur mal eben mit dabei sagen, weil es so neu ist. Was den Prozessor angeht, bekommen wir den Intel i5-12600KF. Der hat eine TDP von 125 bis 150 Watt, 10 Kerne, 6 davon Performance-Kerne und 4 Efficiency-Kerne bzw. 16 Threads, 12 Performance-Threads und 4 Efficiency-Kerne, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Zum Zocken reicht der Prozessor dicke. Wenn ihr streamen wollt, solltet ihr über die Nvidia-Grafikkarte, die hier verbaut ist, rendern, weil der Prozessor für CPU-lastige Titel mit gleichzeitigen Rendern, also für Stream, nicht so gut geeignet ist. Das sagt auch Nilsson in einem seiner Videos. Und zwar haben wir hier das Video Diese Leistung ist unerwartet, Intel 12600K Stream Test. Ob es jetzt der 12600K oder KF ist, ist relativ egal. Der F hat einfach keine integrierte Grafikeinheit. Ihr habt ja sowieso die Grafikkarte da drin. Wir schauen mal kurz in das Fazit von dem Video, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Er erklärt das ganz gut und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Im Endeffekt muss man hier definitiv sagen, dass der 12600K extrem überrascht und eine gute Streaming-Performance liefert. Lediglich, wenn man ein System baut mit dem 12600K, wo gleichzeitig gezockt und gestreamt wird und man dann auch noch über die CPU streamen möchte per x264, geht dies bei Spielen, die CPU-intensiv sind, nicht. Das heißt zum Beispiel ein Call of Duty Warzone, ein Battlefield 2042, wenn das überhaupt noch jemand spielt, und ein Apex Legends. Das sind so Spiele, die sehr CPU-intensiv sind und da wäre der 12600K für ein Single-PC-Setup, wenn man über die CPU streamt, nicht die beste Wahl. Also tut euch selber den Gefallen und streamt einfach dann über die Nvidia-Grafikkarte. Da geht euch ein bisschen Leistung flöten bei der Grafik. Wenn ihr streamen wollt, die meisten wollen ja gar nicht, aber ich sag's für die, die streamen wollen und darüber nachdenken, geht über die Grafikkarte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein guter Prozessor, gar keine Frage. Könnt ihr alles soweit mitmachen, was ihr wollt und das passt auch soweit. Und der kostet 288 Euro bei ProShop. CPU-Kühler ist eine Corsair H150i Elite Capellix. Die kommen mit dem Prozessor natürlich ganz locker klar. Ist eine 360er Wasserkühlung, könntet ihr auch ein 12700K mit kühlen, überhaupt kein Problem. Es gibt natürlich günstigere Möglichkeiten, wie man das machen kann mit einer 360er, zum Beispiel eine Arctic I/O kostet nur 110, wenn sie RGB beleuchtet ist, die normale, knappen Huni. Damit kriegt ihr die gleiche Kühlleistung, hier bezahlt ihr viel für den Namen, aber ist gut, dass sie mit dabei ist, überhaupt keine Frage und sieht auch schick aus. Und die kostet 189,90 € bei ProShop. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z690 Gaming X DDR4. Das Mainboard habe ich selber, hat auch den Z690 Chipsatz, das bedeutet für euch, ihr könnt es sogar übertakten, wenn ihr das möchtet, ob es Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall möglich, das möchte ich mit dabei sagen. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, dezente RGB-Beleuchtung, die ihr auch, wenn ihr wollt, ansteuern könnt. Hier kommt die SSD rein, hier die Grafikkarte. Unter dieser Abdeckung habt ihr noch die Möglichkeit, 3 weitere SSDs zu verbauen. Hier unten eine Capture-Card zum Beispiel oder eine WLAN-Karte, was ihr gerne möchtet. Dann habt ihr hier noch Toslink, Mikrofon und Kopfhörer bzw. Lautsprecher, was ihr gerne haben möchtet. Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB Typ C haben wir mit dabei. Die Onboard-Grafik mit HDMI und DisplayPort könnt ihr hier nicht verwenden, weil der Prozessor wie gesagt keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht das Bild einfach über die Grafikkarte. 2x USB 3.1 und 4x USB 2.0. Also ich habe das Mainboard selber bei mir im System mit einem 12700K, das macht überhaupt keine Probleme, klappt auch soweit alles, also ich bin recht zufrieden damit und deswegen kann ich darüber jetzt auch so ein gutes Urteil bilden. Es ist natürlich irgendwo ein Einsteigerboard bei Z690, wenn man so möchte. Klar, es gibt noch billigere, aber das ist noch in diesem Einstiegsbereich, es gibt auf jeden Fall bessere und auch teurere, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Board, gar keine Frage. Und das kostet 208,80 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 8
8 GB NVIDIA RTX 3070 beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach mal eine von Gigabyte. Es kann natürlich auch eine KFA 2 oder MSI oder so sein. Ihr wisst leider nicht, was ihr da bekommt. Die Gigabyte ist jetzt die günstigste, die ich soweit gefunden habe. Eine 3070 ist natürlich auch für AAA-Titel geeignet, auch in WQHD. Was die FPS-Raten angeht, müsstet ihr vielleicht ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen, dass ihr halt zum Beispiel bei einem 144-Hertz-Monitor auch auf 144 FPS kommt. Und natürlich kommen bei der Grafikkarte noch ein paar mehr in dieser Serie. 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. Über die anderen brauchen wir gar nicht reden, die sind Quatsch. AMD hat auch noch ein paar im Lager, die leistungsstärker sind. Aber ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. FPS dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 579 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB DDR4 Corsair 3600 MHz Vengeance RGB Pro SL Weiß. Erstmal zu den technischen Specs. 16 GB sind noch okay in dieser Preisklasse. 3600 MHz sind über der Spezifikation von Intel. Wie gesagt, 3200 ist normal. 3600 kitzelt hier und da noch ein paar mehr FPS raus. Ist auch schon mal ganz gut. Warum es ein weißer sein muss, weiß ich nicht. Ob sie den loswerden müssen oder so, konfiguriert ihn euch vielleicht um in schwarz, das geht nämlich im Konfigurator und dann sieht das auch optisch einigermaßen gut aus. Also ich verstehe nicht, warum sie den weißen genommen haben. Aber ansonsten ist es guter RAM, RGB beleuchtet und so weiter, das passt soweit. Und der kostet 79,80 Euro bei Equipa. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston Fury Renegade M.2 PCI Express 4.0 X4 NVMe. Lesen 7300 MB die Sekunde und schreiben 6000 MB die Sekunde. Die ist einfach sauschnell und ich verstehe nicht warum. 1 TB, ja, sind doch okay. Ich hätte lieber eine langsamere genommen, zum Beispiel eine Kingston NV1 und dann 2 TB reingeklatscht. Das hätte preislich ungefähr geklappt. Man kann auch nicht umkonfigurieren. Also ihr seid begrenzt, sagen wir es so. Ihr könnt nur diese PCI Express 4.0 SSDs nehmen. 3.0 haben sie hier bei diesem PC gar nicht zur Auswahl. Das heißt, ihr müsst so eine schnelle nehmen, was wie gesagt für einen normalen Gamer überhaupt keinen Sinn macht. Und diese Datenraten machen eigentlich auch nur Sinn, wenn ihr 2 SSDs drin habt und ständig Daten hin und her schiebt. Dann ist es wirklich sinnig, was die wenigsten von euch tun. Also was die Ladezeiten in Spielen angeht, ist die natürlich sauschnell, verstehe ich alles, alles cool, aber eine langsamere hätte halt einfach auch gereicht und dann mehr Speicher. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mit 1 TB klarkommt, das müsst ihr natürlich für euch entscheiden, ist es okay. Die haben jetzt keine 500 GB oder so da reingeworfen, das ist auch okay. Die ist halt sauschnell. Ja, ist schön, dass die da ist. Ich hätte mir mehr Speicher gewünscht. Und die kostet 124,49 Euro bei Mindfactory. Laufwerk ohne, das ist klar. Multimedia, das ist dem Mainboard geschuldet. Netzteil 750 Watt Corsair RM750X. Das hat 10 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 750 Watt reicht auch ganz dicke für das System. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, 12700K zum Beispiel zu verbauen oder eine 3070 Ti, würde das auch noch gehen. Gar keine Frage. Ihr habt auf jeden Fall noch Luft, ist eine gute Wahl, alles super. Und das kostet 113,66 Euro bei Amazon. Klar, das ist jetzt der Marktplatz, aber hier bei Equipa kostet es halt 114,90 Euro. Das sind 1,30 Euro mehr. Das könnt ihr jetzt euch zusammenrechnen, wie ihr lustig seid, ob ihr hinterher noch die 1,30 Euro aufschlagen wollt, weil euch der Marktplace vielleicht nicht ganz geheuer ist. Das Gehäuse ist das schon angesprochene BeQuiet PureBase 500FX schwarz mit Glasfenster. Das bringt die 3 RGB-Lüfter in der Front und den 1 RGB-Lüfter im Heck auf jeden Fall mit. Optisch gefällt es mir jetzt nicht, muss aber auch nicht mir gefallen, sondern euch. Wenn ihr sagt, optisch ist es für euch was, ist es auf jeden Fall ein super Case. Technisch gesehen einwandfrei, eine Mesh-Front, genug Platz drin, alles top und kostet 117,90 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, externe Anschlüsse haben wir eben drüber gesprochen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.701,55 Euro. Das System soll kosten 1.599 Euro. Ihr seid also preislich gesehen 100 Euro unter Selbstbau. Wir rechnen ja normalerweise immer so eine Range ein. Geizhalsliste plus 150, sag ich mal, bis 200 Euro gleich Endpreis vom PC, was noch so ungefähr fair ist. Ihr seid hier 100 Euro drunter. Wie die das machen, weiß ich nicht. Aber scheinbar geht es ja. Ich sage auch immer wieder in den Videos, wir rechnen mit Endkundenpreisen. Die haben natürlich andere Einkaufspreise. Gerade Dubaro, die sind ja riesig. Dass so ein kleiner Laden wie zum Beispiel Krotus da nicht mithalten kann, das ist klar. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall möglich, da noch ein bisschen Puffer zu haben gegenüber Geizhalsliste. Und ihr seht hier auch, der alte Preis sind 1.649 Euro gewesen. Selbst das wäre noch super fair gewesen. Also wenn ihr euch ein System kaufen wollt zum Zocken und eventuell auch zum Stream, wenn ihr dann über die Grafikkarte rendert, dann ist das auf jeden Fall ein gutes System. Das Gehäuse ist super, super Airflow, alles top. Was mir nicht so ganz gefällt, ist halt, dass der RAM weiß ist. Warum auch immer sie das gemacht haben. Und 1 TB SSD, ja, okay, ist noch in Ordnung. So sauschnell, man hätte auch einfach eine langsamere nehmen können. Und dann eben 2 TB Speicher. Das müsst ihr aber für euch entscheiden. Wenn ihr sagt, 1 TB reicht, habt ihr auf jeden Fall eine gute SSD mit dabei. Das war jetzt natürlich auch ein etwas schnelleres Video. Ich wollte einfach dieses Angebot mal zeigen, weil ich hatte das gesehen und dachte, 100 Euro unter Selbstbau ist auf jeden Fall sehenswert. Deswegen habe ich dieses Video gemacht.
Das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.